So, herzlich willkommen zur 16. Folge, glaube ich, vom Let's Change Minecraft. Und was sehe ich beim Start? Hier hat jemand gleich den Gedanken gehabt, der mir auch durch den Kopf ging, als ich Seedinators Folge gesehen habe, wie er da oben die Hütte anfing zu bauen. Da unten hat sich ja erfreulicherweise inzwischen die Farm entwickelt. Ist nur die Frage, wie man auf die Idee kommen kann, da unten im Dunkeln eine Farm zu bauen. Aber egal. Ja, was haben wir hier noch? Genau, der Eingangsbereich. Schön gestaltet mittlerweile. Hier Bambusfarm, Zuckerrohrfarm. Ja, ich hatte eigentlich den Kaktus hier als, ja, als Abwehrmaßnahme gepflanzt gegen das, was da von oben kommt. Auch schön, Metallwerkzeuge haben wir inzwischen. Deswegen werden wir den hier mal umsetzen, damit das klar wird, dass das hier also eine Hecke sein soll. So, zack, 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 haben wir hier gepflanzt. So, jawohl, endlich hat hier auch einer die Ziegel gebaut oder gemacht. Schauen wir mal, was wir hier in der Kiste haben. Da haben wir Bambus, den können wir mitnehmen. Denn ich werde auf jeden Fall unten bei der Farm mal vorbeigucken. Seeds, eine Hoe haben wir dabei. Das packe ich mir schon mal hier rein. Sehr schön, Pfeile haben wir dabei. Bogen. Ja, Bogen nehmen wir auch mal mit. So. Und so. Ach, ist ja hier wieder ein richtiges Sammelsurium. Den packen wir mal weg. Den packen wir mal hier auch zu den Knochen. Alles erstmal so beisammen, dass wir das hier ein bisschen aufgeräumt haben. Jo, Lava haben wir dabei. Das sollte ja oben in das Haus rein. Ein bisschen Brot haben wir dabei, dass wir auch noch einen Happen essen können. Und ja, dann machen wir uns mal einfach mal, ups, auf an die Arbeit. Ah ja, okay, Monster sind hier nicht mehr unterwegs. Sehr schön. Bringen wir mal die Lava an ihren Platz. Und dann machen wir uns mal Gedanken über die Brücke. Machen wir hier mal ein bisschen hurtig und den Weg. Auch, dass wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen mit dem Bauen. Ja, also. Schöner Weg ist was anderes, aber egal. Zack, hier können wir noch. Zack, und rennen und hübbelihüpf. haben wir Glas dabei, um den abzublocken notfalls? Ach, hier. Setzen wir hier mal einen Klumpen Erde hin. Na. So, die Frage ist, wo kriegen wir jetzt noch Lava her? Ich habe hier nicht irgendwo mal einen Lavafall gesehen, dass wir das hier eben noch auffüllen können für den Boden. Egal. Machen wir dann noch an anderer Stelle weiter. Huch, ich habe ganz vergessen, den Timer zu starten. Zack, so. Es soll ja nach wie vor nur eine Viertelstunde pro Folge sein. So, komme ich hier runter. Was das Ding hier soll, frage ich mich immer wieder. Zess. Egal. Müssen wir doch, ja. Hier mal. Ach so, und die Kohle. Haben wir hier eine Spitzhacke dabei? Ja. Die werde ich mir mal gleich auch hier unter den Nagel reißen. Was weg ist, ist weg. Ne? So. Ja, das bisschen Cobblestone, was dabei noch mit abfällt. So. Zack, zack, zack. Hier haben wir alles. Oh, hier können wir gleich Gravel mitnehmen. Den werden wir ja brauchen für den Weg. Dann haben wir auch noch Pfeile dabei. Wenn man da oben den Gravel weghaut, der plumpst runter. Das wird noch was Lustiges. So, zack, 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 zack. Haben wir hier was eingesammelt. Das Feld sieht ja auch schon ganz gut aus.
Was steht da? Beim Ernten bitte nur schleichen, sonst kaputt. Ja. Ach, schön. Und ein Dingsgate haben wir hier auch. Sehr schön. Können wir hier denn schon ernten? Das sieht gut aus. Das machen wir noch mal glatt. Und pflanzen eben gleich nach. So, zack, 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 zack. Ach, jetzt hätte ich doch Knochen mit nehmen sollen. Können, dürfen, wollen. Na, damit wir das Feld hier unten gleich zu voller Ernte bringen. Zack, zack, zack. So. Das sieht schon mal gut aus. Und dann können wir doch glatt hier plumps. Na. Müssen wir einfach mal hier ding, ding, ding. Bisschen rumhüpfen. Ah, dass hier die Erde mal versaut ist. Dann kann ich nämlich hier auch. Ja. Kann ich hier nämlich auch das hinsetzen, ne? So, so. Zack, dann haben wir hier auch gleich unsere Bambus respektive Zuckerrohrfarm. Ja. So. Das haben wir noch und zack, zack. Das Plätschern war auch noch weg. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und okay, es ist dunkel geworden. Dann, ja, was machen wir dann weiter? Erstmal hier die Tür zu. Und das Schwert zur Hand und den Bogen griffbereit. Denn es ist ja jetzt mit dem Auftauchen böser Buben zu rechnen, wie dem Skelett dort. Das lassen wir mal in Ruhe. Den Gravel, der hier rumliegt, werden wir noch einsammeln. Zibidi, zack. So, 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 so. Ja. Und dann eilen wir flugs hinauf zum Haus. So, hinter der Bambus, hinter der Kaktushecke hier stehen wir ja relativ gut da. So, Brücke. Wie hat das hier gemacht? Mit Holzklötzen und Brettern drin. Dann schauen wir mal nach, was wir an Holz hier noch in der Kiste haben. Das ist nicht allzu viel. Aber hier haben wir was, hier haben wir was. Dann werden wir noch Zäune bauen. Na, damit die Brücke auch ein schönes Geländer bekommt. So. Das sollte da erstmal reichen. Kuckuck. Jawohl. Wollen wir uns mal hier als Scharfschütze testen? Ja. Okay, mein Freund. Haha, mit dem Rücken zur Gefahr. Über dem tiefen Abgrund werden wir jetzt hier diese Brücke bauen. Lass uns mal gucken, ob uns hier nicht doch einer von hinten erwischt. So, das sieht schon mal gut aus. Und dann können wir hier zack, 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 zack. Immer noch keine Unholde zu sehen. Sehr schön. Jawohl, immer noch keine Unholde in Sicht. Zack, 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 zack. Jawohl, und dann können wir hier. Muss halt der nächste nochmal Holz holen. Aber. Ups. Ach, haha, ja, wie schön und wie gut, dass wir die Brücke noch ohne Geländer gebaut haben. Hehe.
Dieser Knochenkalle wird uns da nicht mehr gefährlich werden. Hehe. Zack, 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 zack. So, das sieht soweit schon mal gut aus. Einmal kurz das Werkzeug tauschen, einmal nochmal umgucken. Schwubbeliwupp. Und dann kann ich hier Zäune setzen. Huch, was plumpste da? Ich habe doch eben ein Skelett klappern gehört. Huch, da war es schon aus. Aus dem. Ach, ich kann ja jetzt ja schlafen. Gottes Willen, ey, was mache ich mir hier den Aufriss? Jo. Und mach mir Sorgen um die Monster. So, es ist morgen. Wir schauen mal, was in der Nacht so übrig geblieben ist. Denn hier oben. Da haben wir einen Creeper. Ups. Okay. Ja. Der hat aber wenigstens keinen Schaden angerichtet. Du bist mal ruhig hier. So. Und ja. Das Missgeschick, beziehungsweise die Spuren meines Missgeschickes hier. Da habe ich doch noch einen gesehen. Von diesen Knallfröschen. Da. So, hinfort mit dir, elender Unhold. So. Zack, 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 zack. So ist ja schon fast nichts mehr zu sehen hier, ne? Das, die Erde haben wir hier auch verballert. Da hinten ist noch einer. Aber, zack, so, hier können wir nämlich auch schon mal ernten. Das sieht doch gut aus. Ich räume ja wieder hier einen Slot frei für die Samen, die ich dann kriege. Dann kann ich das nämlich so machen. Immer zack, zack. Ups. Das war ein bisschen viel. Am besten geht das eigentlich fast nur vom Wasser aus. Ja, den Rest kann man alles später einsammeln. So, jetzt muss ich nur sehen, dass ich hier heile rauskomme. Zack. Schön schleichen. Zack, 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 zack. Einmal hier außen rum. So, damit haben wir doch hier noch so ein Ernteverderber. So. Okay. So, schön die einsammeln hier und damit wir hier oben mal freie Sicht kriegen. Und die war hier ein Enderman am Werk. Nein, der Baum wäre sowieso nicht mehr weitergewachsen. So. Ach, da liegt noch ein bisschen Gammelfleisch vom freundlichen Zombie herum. Ups. So, na, hier wird sich in Zukunft kein Unhold mehr verbergen können. Haben wir Fackeln dabei? Ja, sehr schön. Dann bringen wir nämlich auch hier mal ein bisschen Licht in die Angelegenheit.
So, einfach mal hier auf jede Ecke eins rauf. So, das muss erstmal reichen. Ja, ein Happen essen kann ich dann später. So dringend ist das hier noch nicht. Die Erde können wir hier noch verbraten. So, dann geht's weiter mit der Brücke. Das Geländer möchte ich doch noch fertigstellen. Zack, dafür geht es wieder hier an die Werkbank. Holz haben wir da. Da haben wir sie. Ach komm, das können wir ja alles mal verarbeiten. Notfalls haben wir halt ein paar Zäune zu viel. Aber die kann man eigentlich nicht zu viel haben. Ach, und das geht sogar fast auf, wollte ich gerade sagen. So. Mal sehen, ob das schon reicht. Auf der anderen Seite brauche ich dann für den Wegebau den Gravel und Steinstufen. Da werden wir uns auch mal ein paar machen. Mal sehen, ob wir das mit dem Wegebau hier so durchziehen. Vom, ich sag mal, vom Schema her wie in meiner Welt. Pi mal Daumen. Schauen wir mal. So, was ich jetzt schon nicht mehr brauche, kann ich hier gleich mal wegpacken. Wartet, Schweinefleisch packen wir gleich mal. Ach, da liegt Eisen rum. Gleich mal in einen Ofen rein. Den füllen wir hier auch nochmal auf. Hier machen wir das einfach mal genauso. Und zack, mit der restlichen Kohle und den Stickies mache ich hier mir noch ein paar Fackeln, falls der nächste in eine Höhle gehen will. So. Bom, 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 bom. Ja, das sollte dann hier auch hinreichen. Zack, zack. Entschuldigt, entschuldigt, Leute. Entschuldigt, es tut mir leid. So, da gehörst du hin. ja, Fackeln gehören natürlich auch. Dann setzen wir die hier mal hier hin. Und setzen wir die mal dahin. Und dann greifen wir uns die Schaufel und machen uns hier an den Wegebau. So. Kommen wir hier auf die Ebene schon mal ein Stück hoch. Ja, das sieht schon mal gut aus. Zack, zack. Und zack, zack. Na, den Rest machen wir dann hier mit Erde, Gravel. Was weiß ich. Und zack, den Cobblestein können wir hier auch schon schön verbauen. Der gehört dann nämlich hier. Zack, zack. Na komm, schon. Rechts und links neben die Treppe. Zack, zack. Na, so. Jo, das sieht doch schon nach was aus. Und dann sammeln wir hier ein bisschen Erde ein. Ups, oh, ich glaube, ich überziehe gerade recht kräftig. Deswegen werde ich mal hier, zack, den Gravel weglegen. So. Und zack. Und dann, jo. Ach, können wir hier noch das Schild einsammeln. Und dann ist die Viertelstunde ja auch schon wieder rum. Meine Fresse. Eine Verlustigung erster Kajüte. Und ja, ich kann mich hier verabschieden mit Blick auf die fertiggestellte Brücke, dass der nächste also dann da schon weiß, was los ist. Das war's von mir. Und weiter geht's mit dem nächsten.